nur ein kurzer Gedanke. Ja, nur ein kurzer Gedanke. Schön, dass Sie wieder dabei sind in meiner kleinen Serie, in der ich Sie immer mitnehme in meine Gedankenwelt. Diesmal in einen Gedanken, den ich seit vielen, vielen Jahren habe, aber der sich immer weiterentwickelt hat und an dem ich seit vielen Jahren sitze, unter anderem auch im Rahmen meiner Promotion. Ich möchte Sie über dieses leidige Thema meiner Promotion nicht weiter unterrichten, aber ich sitze immer noch dran und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, diese irgendwann fertigzustellen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Worum es gehen soll, ist tatsächlich, welche Aufgabe haben Altenheime, ich gehe jetzt mal einfach von Deutschland aus, welche Aufgabe haben Altenheime in Deutschland? Was bedeuten Altenheime für die Pflege? Und ich habe das Ganze genannt, Altenheime anders denken. Warum zieht niemand wieder aus? Und was sind die Folgen daraus? Ja, so könnte man es vielleicht umschreiben. Wenn man sich mal Folgendes überlegt, nach circa 5 Jahren, also etwa 50% der Menschen, die pflegebedürftig sind und in Privathaushalten leben. Zu Privathaushalten habe ich Ihnen ja auch schon etwas gesagt. Es gibt ein Video von mir dazu, nämlich ob Privathaushalte automatisch ein Zuhause sind. Aber ca. 50% der Menschen, die in Privathaushalten pflegebedürftig leben, sind ca. demenzerkrankt. Nach etwa 5 Jahren übersiedeln von diesen etwa die Hälfte in Pflegeheime und nach acht Jahren, wollte ich sagen, sind es ca. 90% der Erkrankten, die in der stationären Pflege versorgt werden. Insgesamt ist, und das können Sie sich vorstellen und das lässt sich auch belegen, die Wahrscheinlichkeit eines Heimeinzuges im Alter bei Personen mit Demenz signifikant, also auch erheblich höher als bei älteren Menschen ohne Demenz. Wann ziehen Menschen in ein Altenheim? In der Regel ziehen Menschen in ein Altenheim in einer akuten oder in einer länger andauernden Krise, in der Situation, in der sie sind. Also sie leben alleine in ihrem Haushalt und können dort beispielsweise nicht mehr leben. Sie werden akut krank in der Demenz, vielleicht besonders psychotisch und gehen zunächst erstmal in eine psychiatrische Einrichtung vielleicht, um sie besser einzustellen oder was auch immer und ziehen von dort aus diesen Krankenhäusern, aus normalen Krankenhäusern, aus psychiatrischen Einrichtungen in ein Altenheim. Oder sie leben im Haushalt beispielsweise ihre Angehörigen und dort spitzen sich Krisen derart zu, sowohl bei dem Menschen mit Demenz, aber auch natürlich sozusagen im familiären System, dass man überlegt, so geht es nicht mehr weiter und wir können diese Menschen in der Form hier nicht weiter versorgen oder wir können gemeinsam hier so nicht mehr zusammenleben. Was passiert dann? Die Menschen übersiedeln also in ein Altenheim und wenn wir ganz ehrlich sind, bis auf vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, bleiben die Menschen auch dort. Und das ist das Besondere an Altenheimen. Ja? Also im Grunde sind tatsächlich Altenheime Endstationen des Lebens. Kaum einer zieht dort wieder aus. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ich möchte jetzt mal einmal einen Schritt weiter gehen. Ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe, ist, wie läuft es denn in der Psychiatrie? Dort ist es auch so, dass Menschen in Krisensituationen, wie wir das gerade bei Demenzerkrankten beschrieben haben, in die Psychiatrie gehen. Dort wird versucht, an dieser Krise zu arbeiten, diese Krise beizulegen und sie dann wieder ins Leben zu integrieren. Ja, also dieser Teilhabegedanke, der für Menschen mit Demenz genauso gilt wie für jeden anderen auch. Aber das ist ein Punkt, den wir nicht machen in der gerundeten psychiatrischen Pflege. Menschen ziehen in Einrichtungen, in Organisationen, wenn sie denn nicht ambulant versorgt werden, aber sie ziehen in alten Einrichtungen und dort bleiben sie. Und ich glaube, auch das ist der Ruf, unter anderem der schlechte Ruf von Altenheimen, auch von guten Altenheimen, dass nämlich alle Menschen wissen, dass wenn du da einmal reingehst, dort kommst du nie wieder raus. Und so kommt es dann dazu, zu Umfragen wie bei Spangenberg und anderen, die ich auch schon mal zitiert habe, damals in diesem Video über Häuslichkeit, wo nur 5% der Menschen sich vorstellen können, bei Pflegebedürftigkeit überhaupt im Heim zu leben. Aber ein Vielfaches dieser 5% lebt dann tatsächlich in einem Altenheim. Was wird mit Altenheim assoziiert? In früheren Zeiten hießen Altenheime auch nicht Altenheime, sondern Siechenheime. Ja, da ging man rein, um dorthin zu siechen und zu sterben. Und dieses Siechenheime, Endstation und so weiter, diese Begriffe, die schaffen natürlich auch Realitäten für die Menschen in deren Köpfen.
unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht ein Mensch versorgt wird. Was wir aber wissen, ist, gerade in der Entwicklung der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz ist, dass gerade in den Altenheime quasi wie ein Schrittmacher für die Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Pflege sind. Also ich spreche von Leuten wie Tom Kitwood, ich spreche aber auch von vielen, vielen Leuten, die einfach heute in der praktischen Pflege in Altenheimen arbeiten, hochqualifiziert sind, großartige Arbeit machen. Und wissen Sie, was ich mir dann überlegt habe, ist, warum könnte man nicht auch Altenheime ähnlich der Psychiatrie, denn im Grunde mit 50-80% Anteil an Menschen mit Demenz in Altenheim ist fast jedes Altenheim in gewisser Weise eine Psychiatrie. Warum könnten nicht Altenheime auch als Kriseninterventionszentren gelten? Denn kaum einer will dort leben, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, da gibt es viele. Aber wenn man das so begreifen würde, dass in einer Krise, in einer häuslichen Krise, wie auch immer sie gestaltet ist, die Menschen, die dort leben, also die Menschen mit Demenz und die Menschen, die sie umgeben und die Freunde und so weiter, dort nicht weiter so machen können und die Krise spitzt sich zu, was ja häufig genug vorkommt und auch häufig eben halt der Demenz, vielfach auch anderen Dingen, aber eben halt auch der Demenz geschuldet ist. Warum bringen wir die Menschen dann in ein Krankenhaus oder ja in ein Krankenhaus, in ein psychiatrisches oder ein normales Krankenhaus und bringen sie nicht in diesen Krisen in die Altenheime? Versuchen dort die Krisen beizulegen mit all dem Wissen, was wir haben, mit dem Ziel aber sozusagen die Menschen von dort wieder, so wenn diese Krise gemeistert ist, und das ist sie manchmal dann danach, das ist nicht immer so, aber oft genug können Krisen dort beigelegt werden, um sie dann wieder zurückzuführen in die Gesellschaft. Ich glaube, allein wenn man das mal so durchdenkt, was im Grunde nicht passiert, wenn man das mal so durchdenkt, dann kann man doch eigentlich sagen, die meisten Menschen wollen in ihrer eigenen Häuslichkeit, also dort, wo sie gelebt haben, die Jahre vor dem Altenheim, also weiterleben. Warum ist diese Idee von uns allen so weit weg, dass man wegen einer Krise vielleicht in ein Altenheim geht, dort von echtem Fachpersonal, was wirklich viel, viel Ahnung davon hat, betreut wird, wir können Fallbesprechungen machen mit Angehörigen und so weiter und sie von dort wieder rückführt in das ehemalige häusliche Arrangement oder vielleicht in ein neues Arrangement. Auch das hat viel mit meiner Beschäftigung im Rahmen meiner Promotion zu tun, beispielsweise in Gastfamilien für Menschen mit Demenz, zu denen ich zu gegebener Zeit noch mal eine Menge sagen möchte. Also das ist einfach der Gedanke, also die Idee, Altenheime als Kriseninterventionszentren zu betrachten, nicht als in Anführungszeichen Endstation, wovon wo du nie wieder wegkommst, sondern zu sagen, okay, ihr geht da rein oder wir gehen da rein, versuchen die Krise zu meistern und wenn das funktioniert, versuchen wir dann gemeinsam eine Rückführung zu machen in andere Arrangements, die vielleicht für die Menschen, sowohl für die Betreuenden als aber auch für alle anderen besser sind. Was halten Sie von dem Gedanken? Ja, also dann kann man natürlich noch viel weiter spinnen. Ja, ich bin dann bei Dörner und anderen, wo man überlegt, die Altenheime zu schließen, der damals aus der Psychiatrie alle Leute in Gütersloh herausgeholt hat, in Familien geführt hat und in andere Versorgungsarrangements. Warum diesen Gedanken nicht auch mal für Menschen mit Demenz oder andere Menschen, die in Altenheimen leben, auch ohne Demenz, wo es vielleicht noch viel leichter ist, in andere Arrangements zu führen? In meinen Augen wird dieser Gedanke nicht gedacht. Oder zumindest nicht laut gedacht. Also, was halten Sie davon? Nur ein kurzer Gedanke.